Ich sitze einfach auf der Straße und alle Leute sind wie eine graue Masse. Ich bin nun hoffnungslos. Das ist wahrscheinlich einfach Stoß. Sag bloß. Aus der Gesellschaft verstoßen, von Bahnhof geschmissen und habe keine Decke, habe keine Kissen. Und dann kommt eine lange Nacht, allein von 11 bis 8, einsamer Wacht. Darf heute nicht in die Bank, ein Wächter verwehrt den Eingang. Ich bin schon krank. Ich wollte nur leben. Fühlt euch bitte in mich ein. Wem soll ich mein einsames Herz nun geben? Gibt es Liebe? Es gibt gar eine. Ich wollte glücklich werden. Was ist meine Schuld? Ich würde gerne noch einmal von vorne anfangen. Alles andere als duftig. Sagst du, ich wäre hoffnungslos? Ja, ein Dienst bedürfte ich. Ohne das Geld und Macht. Und dann eine lange Nacht. Ich wollte nur lernen. Fühlt euch bitte in mich ein. Wem soll ich mein einsames Herz nun geben? Gibt es Liebe? Nein, ich möchte glücklich werden. Ich hab noch etwas Geduld. Und ich möchte nichts anderes von Leben jetzt verlangen. Nur etwas Neues anzufangen. Der Mensch existiert ohne Motto. Im Einkaufswagen schleppt er alle seine Klamotten. Er kann nun mit diesem Vermögen prunken. Manchmal ist er abends auch getrunken. Es hilft, das Leben mit der Pracht auszufüllen. Weil es niemanden gibt. Weil es niemanden gibt, um sich in ihm einzufühlen. Meine Damen und Herren, entschuldigen Sie bitte. Verzeihen Sie bitte meinen Schneid, spenden Sie bitte